Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky Atlas Rises und ich will mal zu der Raumstation zurückkehren. Ich will hoffen, dass es die ist, die ich auch gerade angewählt habe, weil ich habe ja viel zur Auswahl. Da müssen wir mal gucken. Das ging aber fix. Rubeum 1 System. Das ist ein anderes System. Siehst du, da sieht man es mir schon. Ah, das ist nämlich ein ganz anderer Missionsagent. Ja gut, sehr schön. Das heißt, ich kann gleich wieder zurückreisen. Das ist Elend. So, teleportieren. Das war nicht schön. Rubeum 1. So. Wir brauchen Wissenschaftsmenschen. Wobei, insofern ist es egal. Also von der Sache her ist es wirklich egal. Quan Hu-System. Ich guck mal, ob wir Quan Hu da drin hatten. Quan Hu da. Da will ich eigentlich, wie gesagt, im Prinzip dürfte es eigentlich egal sein, weil Wissenschaftler ist Wissenschaftler, also von daher dürfte das echt kein Problem sein. So, aber ich wollte hier im System bleiben erstmal. So, da haben wir den Korvax. Dann gehen wir mal auf die andere Seite, da finden wir den Wissenschaftler. Wahrscheinlich müssen wir jetzt diese ganze Geschichte komplett nochmal, die ganze Geschichte hier nochmal nachempfinden. Also wir müssen nochmal alle Wissenschaftler einsammeln. Das heißt, wir werden hier noch öfter hin und her reisen müssen. Ich will nur hoffen, dass wir die einzelnen Quests der einzelnen Wissenschaftler bzw. der einzelnen Mitarbeiter, die wir hier akquirieren, dass wir die nicht nochmal alle machen müssen. Jo. Wissenschaftler, bist du Wissenschaftler? Wissenschaftler rekrutieren. Yeah, Chemiker. Dann würde ich doch gleich mal mit. Unbekannte Lebensform, ich habe meine Prüfung bestanden. Ehoi. Was? Ehoi? Ich darf jetzt erforschen und meine Leidenschaft für Strukturanalysen nachgehen. Hast du eine Basis, ein Wissenschaftsterminal? Überlege doch nur, was damit alles erreicht werden kann. Der Kovacs ist glücklich und freut sich, mich zu sehen. Er scheint eine Initiation für seine Spezies abgeschlossen. Und muss jetzt hinaus in das Universum, um seinem Interesse zu folgen. Der Wissenschaftler tritt meiner Basis bei, wenn ich ihm ein Wissenschaftsterminal zur Verfügung stelle. Wissenschaftler einstellen. Ehoi! Ehoi, ich brauche keine Bezahlung. Dich im Schlaf zu scannen, ist Bezahlung genug. Okay. Ich glaube, wir überlegen uns das dann doch nochmal. Zur Basis zurückkehren. Leutnant, Techniker rekrutieren. Kann ich dich eigentlich jetzt auch einstellen? Ich verlange einen Platz in deiner Thronwelt, Eindringling. Deine Zustimmung wird dir den Ruhm eines Exo-Fahrzeugs gewähren und ein Vaikyn-Mech-Priester, der die Messe vollzieht. Zu deinem eigenen Wohl hast du offensichtlich ein Exo-Fahrzeug-Terminal, das meinen Fähigkeiten genügt. Ablehnung wird in meiner unausweichlichen Vernichtung enden. In meiner? Achso, okay, beeil dich. Der Techniker sucht nach Beschäftigung und behauptet, Exo-Fahrzeuge für meine Reisen bauen und verbessern zu können. Ja, einstellen. Dann nehmen wir doch gleich alle mit. Du bist schwach und meiner Fähigkeit nicht würdig, aber ich habe keine Wahl. Ich werde in deine abscheuliche Welt fliehen. Ich werde zum Eindringling. Schöne Lippen übrigens. Jo, wen haben wir hier? Chemiker, Entität. Den haben wir ja schon, ne? Mission aktualisiert, Exo-Fahrzeugtechniker. Zu deiner Basis zurückkehren. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Landwirtschaftsfraggle, ne? Den finden wir, glaube ich, nicht hier. Müssen wir mal ein anderes System. Aber ist egal. Was ich jetzt mal ganz gerne gucken möchte. Wir haben ja planetare Ausbau, Zerstöre und Ernte. Wissenschaftliche Forschung. Zum Techniker zurückkehren, zum Wissenschaftler zurückkehren. Ich befürchte, dass wir tatsächlich die ganze Mission nochmal spielen müssen. Wächter zerstören. Ich möchte mir das ganz gerne mal angucken. Ich möchte mal sehen, wie so eine Mission abläuft. Wächter ausschalten 3. Okay. Weil frage sie auch, wo? Außerdem wollten wir ja auch noch zur Anomalie. Davon mal abgesehen.
Schwuppsdiwupps. Huch. Hier sind seltsame Kräfte am Werk. Mir wurden Nachrichten hinterlassen. Brotkrumen, die mich auf einen Weg führen. Soll ich nach den Antworten suchen? Soll ich diese Anomalien und Brüche untersuchen? Soll ich diese Galaxie nach eigenem Ermessen genießen und diesen sicheren Problem aus dem Weg gehen? Frei erkunden, suche nach Antworten. Suche nach Antworten, machen wir erstmal. Okay. So, ich will zur Anomalie unter anderem. So, erstmal zur Anomalie. Mal kurz anpeilen. Na, na toll. Impulsantrieb aktiv, verbleibender Treibstoff. So, war das die andere Seite? Mal gucken, von welcher Seite wir hier reinfliegen sollen. Wo sollen wir denn hier andocken? Scheiße. Da. Da kommen wir rein. Sehr schön. Gucken, was die beiden Neues zu erzählen haben. Oh, hier hat sich nicht allzu viel verändert. Nada! Mein Freund. Alles muss enden. Zeit muss enden. Selbst hier können Nada und Polo dem Fall der Realität nicht entkommen. Daten können nicht überleben. Finde Frieden, finde Zufriedenheit. Sei, wer du sein möchtest. Leb wohl, Kameraden. Leb wohl, Sterne. Ich werde es nicht vergessen. Alles ergibt endlich einen Sinn, erklärt Nada. Wo Nada einst auf Sternkarten gestarrt hat, sind nun Codezeilen zu sehen. Ah, wahrscheinlich die Glyphen. Überall sind Verbindungen und Muster zu sehen. Vielleicht werde ich es bald verstehen. Vielleicht werde ich die Existenz sehen, die Nada sieht. Beim Verabschieden läuft mir ein Schauer über den Rücken. Okay, nach Abkürzung zum Zentrum fragen, Ressourcen zur besseren Erkundung. Na, da gibt mir ein Geschenk, das mir auf meiner Reise helfen soll. Er wünscht sich einfach nur, dass ich glücklich bin. Lebenserhaltungsmodul Sigma. So, was sagt mein kleiner Freund Polo? Ich vermisse die Erde, mein Freund, die Welten, in denen ich mich einst bewegte. Ich vermisse die Geräusche der Vögel und der Tiere. Selbst meine Daten, selbst meine Aufzeichnungen sind weg, als ob es sie nie gegeben hätte. Polo deutet verzweifelt auf einen Haufen zerstörter Elektronik neben sich. Anscheinend hat es bei seinen kostbaren Forschungen eine Panne gegeben. Vielleicht kann ich bei meinem nächsten Besuch seine Archive mit Berichten über viele seltene Kreaturen auffüllen. Ich werde ihm alles zeigen, was eine Welt zu bieten hat. Gescannte Planetenzoologie, Stufe 1 oder höher. Mit einem Enthusiasmus, der geradezu ansteckend ist, sieht sich Polo die Kreaturenscans an. Wir lachen und gackern gemeinsam über einige der seltsamen Spezies. Er belohnt mich mit einem Bauplan, den er entworfen hat. Polo scheint keine Verwendung mehr dafür zu haben. Neue Technologie entdeckt. Jetpack Booster Tau. Okay. Fine Stance. So, ich hätte natürlich so ein bisschen auf den Bob-Reaktor gehofft, aber... Huch. Das ist, neu, oder? Gibt es da drüben auch so einen Eingang? Ne, da drüben ist das. Kommen wir da oben auch rein? Ne, da passiert nichts, aber da schauen wir doch mal rein. Das ist neu. Okay. Das muss ich mal aufnehmen.
machen wir jetzt hier? Korvac-Simulationsterminal. Interagieren Korvac-Simulationsterminal. Okay, na gut, dann drücken wir doch mal. Mal gucken, was passiert. Nutzer identifiziert Terminal jetzt aktiv. Datenprotokoll zur Analyse freigegeben. Die Maschine ist uralt und mächtig. Ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Weggehen. Oh ja, okay. Gut. Ja. Schön. Können wir damit irgendwas machen? Gar nichts, ne? Interagieren. Wir können da nur draufdrücken. Freigegeben. So allmächtig. Bla bla bla. Weggehen. Hm. Gut. Gut, dass wir uns das angeguckt haben. So, wir gucken natürlich standesgemäß auch nochmal hier rein, aber ich bezweifle, dass wir hier was uns was leisten können. 22, das ist natürlich hart. Klasse B. 1,7 Millionen habe ich leider nicht. Terrain-Manipulator. Okay, das ist natürlich fein. 22 Plätze ist natürlich schon krass. Hab ich aber nicht. Ich habe keine 1,7 Millionen. So, und hier kommen wir ja nicht rein, ne? Nach wie vor. So. Okay. Gut, dann will ich eigentlich mal wieder nach Hause. Da ist mein Frachter. Da ist mein Frachter. Das ist ein unentdeckter Planet. Unentdeckt. Wollen wir uns den mal scannen? Ich weiß jetzt nicht. Einsamer Planet. Aluminium, Kupfer. Huch. Oh, ihr schreckt. Ist ja gut. Ist unglaublich. Gamma-Wurzeln. Gamma-Wurzeln, Aluminium, das gucke ich mir mal an. Tut mir leid, dass ich das jetzt, aber ich muss mir das einfach mal anschauen. Gamma-Wurzeln. Ja gut, also man sieht ja schon, man hat sich hier wirklich sehr, sehr viel getan. Was ich gut finde. Aber man muss sich natürlich dann auch wieder umgewöhnen. Also das ist natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen schwieriger. Aber nun gut, es gehört halt mit dazu. Ich glaube, ich brauche gleich noch ein bisschen Eisen. Ich werde gleich mal abbremsen. Ah, es war schon ein Stück zu kurz. Obwohl, das geht. Geht ja gerade so. Auch so rein optisch hat sich einiges getan. Also man sieht zum Beispiel hier bei diesen Laserschüssen, das sieht wesentlich schöner aus als das, was man vorher gesehen hat. Aber da haben sie, optisch haben sie da schon wirklich einiges getan. Da haben sie wirklich schon einiges getan. Das gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Auch wenn immer noch mal ein paar alte Bugs dabei sind, wie ich schon sagte, dass man dann, wenn man hier ins Cockpit einsteigt, dass das Cockpit so riesengroß ist und man letztendlich nicht sehen kann, wo man hinfliegt. Das ist natürlich ein bisschen Mist. Aber gut, da muss man erstmal mit leben. Oh ja, schön. Dann kann ich gleich mal gucken. Feindlicher Scan entdeckt. Von wo kommt ihr denn? Feindlicher Scan. Ja, von wo kommt ihr denn? Von wo? Sehe ich auf dem Radar hier unten irgendwas? Da wahrscheinlich. Da oben ist er.
Das war's schon wieder. Ja, siehst mal. So schnell geht das. Gut, und wir wollen aber eigentlich dahin. Gamma-Wurzel. Jo, Impulsantrieb können wir ein bisschen aufladen. Da können wir auch gleich ein bisschen aufladen. Überantrieb haben wir nichts momentan. Gut. Ja. Zerstörung und Ernte, das ist natürlich die Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Wächter ausschalten, ob wir das überall machen dürfen. Bezweifle ich mal ganz hart, weil... Naja, ich weiß nicht. Also ich, so einfach kann das, glaube ich, nicht sein. Obwohl, na gut, ich meine, wenn du hier die Mission bekommst, dann kann das natürlich schon sein, dass es für das laufende Sonnensystem gilt. Kann natürlich sein. Das werden wir herausfinden. So. Gamma-Wurzel. Radioaktiver Zerfall. Aber wie gesagt, mich würde allein schon reizen, einfach mal so eine Gamma-Wurzel mal zu sehen, was das jetzt ist, ob es das vielleicht schon gibt. Was? Kürbisknolle. Zerstören? Ach, Kürbisknolle, Antrium. Ja, okay, alles klar. Kürbisknolle. Die heißen jetzt also Kürbisknolle. Zink nehme ich natürlich gerne mit. Heißen die jetzt auch Kürbisknolle? Ja, die heißen also pauschal jetzt Kürbisknolle, alles was Antrium ist. Okay, gut zu wissen. Deswegen wollte ich mir eben halt auch diese, was ich jetzt suchen wollte, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber ich glaube, wir müssen ein paar neue Vokabeln lernen, so wie sich das liest. Das werden alles wahrscheinlich die gleichen Stoffe sein. Nur, dass wir eben, dass sie halt alle einen anderen Namen haben. Finde ich, ja gut, kann man, naja, weiß nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Kürbisknolle. Obwohl, auf der anderen Seite macht das natürlich auch Sinn, irgendwie. Naja, ist ja wurscht. Wie gesagt, wir gucken erstmal ein bisschen rum. Dahin ist zum Beispiel was. Guck. Bin echt mal gespannt, was das für Stoffe sind. Ach, Kanensium ist das. Gamma-Gras. Ja, kriegen wir Gamma-Wurzeln raus. Also Kanensium ist das. Dit is Kanensium. Da müssen wir echt mal neue Vokabeln lernen. So, ich gehe nochmal kurz da oben zu diesem Nanithaufen da. So. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Supraleitendes Schloss. Eine äußerst fortschrittliche Sperrvorrichtung. Aufgrund der beschädigten Schaltkreise des Magneten lässt sie sich nicht mehr öffnen. Eisen, Iridium, Kohlenstoff. Na, das ist ja auch... Das muss man die Dinger auch schon reparieren, damit man da rankommt. Das ist ja auch spitze. Scheiße, jetzt muss er den ganzen Krempel noch mitschleppen. Also sprich Eisen, Iridium, also ein Unfug. Das ist natürlich... komisch. So, erstmal Gamma-Gras einsammeln. G-
Gamma-Wurzeln. Missionsziel abgeschlossen. Inventar, was? Inventarverwaltung schon gerade abgeschlossen? Was habe ich denn abgeschlossen? Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe mich schon nur gesammelt. Aua. Ja, natürlich. Du wieder. Es ist klar. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Folgen durch. Ja, erstmal zurück zum Raumschiff, weil so langsam geht uns hier das Schild aus. Inventar voll. Keine freien Plätze mehr. Tab drücken, um Gegenstände mit mittlere Maustaste zu verwerfen. Mit X aufs Exo-Inventar übertragen. Okay, das ist natürlich alles voll. Logisch. Analysevisier. Da müssen wir also auch noch mal was nachrüsten. Flora- und Fauna-Scanner müssen wir zum Beispiel noch mit reinnehmen. Das geht ja momentan gar nicht, ne? Huch. Gamma-Wurzel. Das können wir aber trotzdem scannen. Ja, das geht auf jeden Fall. Flora, Fauna, das geht. Jahrtausende alt. Wurzelstruktur fraktal. Nährstoffquelle natürlicher Kohlenstoff. Genetisch vielfältig. Kohlenstoff Schwefelin. Gefahr 5,5 Grad. Kritische Belastung in 1 Minute 52. Lokale Mineralien. Aluminium, Iridium, Iridium. Möchte ausschalten. Okay. Also scheint es doch wohl so zu sein, dass wir überall ballern können. Das machen wir auch, aber ich muss mir erstmal mein Schild weiter aufladen, dann können wir uns mal wieder einen Wächter sammeln. So, erstmal in Sicherheit bringen. Gut, wir werden uns natürlich auch irgendwo eine Höhle sammeln, irgendwo eine Höhle suchen können. Aber, naja, gut, wir haben das Schiff hier direkt gleich auf der Ecke. Also scheint das doch Missionen zu sein, die wohl für das aktuelle Sonnensystem gelten. Schätze ich mal. Also macht das durchaus Sinn, wenn wir mal auf so einer Raumstation sind, erstmal ein paar Missionen anzunehmen. Dann weil so kriegst du ein paar Punkte, so kriegst du ein paar, ja, ein bisschen Geld, je nachdem, was einem dann freigeschaltet wird. Also das finde ich schon ganz nett. Wie gesagt, das ist mir immer das Problem bei solchen Spielen. Das ist auch das Problem zum Beispiel bei Seven Days to Die oder auch bei anderen Spielen. Du brauchst ein Ziel, finde ich. Also ich zumindest brauche ein Ziel. Ich kann nicht irgendwo einfach nur rumgurken und dann, das war's dann. Sondern ich brauche irgendwo so ein kleines Ziel, einen Grund, warum ich irgendwo hinfliege, warum ich irgendwo hingehe. Dafür brauche ich halt sowas. Das finde ich schon ganz gut, dass man sich dann so kleine Missionen suchen kann. Das finde ich schon äußerst praktisch. Vor allem, ja natürlich. Vor allem hat man hat eben halt auch Alternativen. Also mal Alternativen gegenüber von Alternativen zur Hauptstory zum Beispiel. Man kann halt selber sagen, so hier, ich hole mir noch eine Sekundärmission. Dann ist ein Wächter. Ich will erstmal nur gucken, ob wir dafür Punkte bekommen, wenn wir den jetzt abknallen. Ob das zählt. So, ich brauche mehr Stamina. So, komm her, du Wächter. Ich knall dich jetzt mal ab. So, zwei habe ich jetzt abgeknallt. Hat das jetzt auch gezählt oder noch zeigt es mir unrechtzeitig an, ob ich da schon Punkte gesammelt habe? Warte, ich warte mal, ich gehe sonst auch auf P. Wächter zerstören. Der Kunde, bla bla bla, Zweck, Materialien, Skulptur, finde auf der Oberfläche des Planeten die Wächter. Verwickle die Wächter in einem Bodenkampf und sammle Ressourcen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Eliminiere die Wächter schnell, da sonst weitere Kämpfe herbeigerufen werden. Okay. Das gilt alles als Mission. Auch so die ganzen Sachen bauen, diese ganzen, diese Jetpack-Aufrüstung, das alles zu bauen, das sind alles Nebenmissionen.
Muss ich noch einen anderen Wächter finden. Ach, guck mal, jetzt haben wir sogar die Himmelsrichtung. Da sehe ich gerade Süden. Norden. Achso, nur Süden und Norden, okay. Also Osten und Westen steht da gar nicht mit bei. Na gut, den Rest kann man sich denken, aber trotzdem. Der Vollständigkeit halber hätten sie auch mal den Osten nochmal mit reinsetzen können. Und den Westen natürlich. Ich frage mich jetzt nur... Oh, noch ein Wächter. Hallo, Wächter. Soll Ressourcen sammeln, um... Ja, dass ich die auch nie sehe, die Mistviecher. Oh, ich hasse die so. Ressourcen sammeln. Dann gehen wir da hinten nochmal hin. Dann holen wir uns da nochmal dieses Gras. Und vielleicht finden wir da auch gleich noch einen Wächter. Hier sind die. Was, Kanensium ist auch schon voll? Was? Schon 500 Gamma-Wurzeln? Sag mal. Ich brauche auf jeden Fall mehr Inventarplatz. So wie es aussieht. Ja, 2 von 3, alles klar. Okay, das heißt, wir müssen die Dinge einfach nur abballern. Müssen wir nur noch mal den einen oder anderen Wächter finden. Da ist einer. Komm mal her. So, Inventar voll. Missionsagenten zurückkehren. Achso, jetzt markiert er das da oben, alles klar. Also gilt das anscheinend direkt fürs Sonnensystem. Also das, was wir jetzt an Mission annehmen, das gilt wohl für dieses Sonnensystem. Oder egal für welches Sonnensystem, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil wenn ich jetzt hier eine Mission annehme und würde die in einem anderen Sonnensystem, würde die quasi erfüllen. Ob das da auch geht? Ob das allgemeine Missionen sind? Ich schätze mal schon, das werden wahrscheinlich allgemeine Missionen sein, die überall einzulösen sind. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Gut, dann fliegen wir mal zum Missionsagenten. Weil da kriegen wir dieses Kommunikationsding. So, einmal da oben hin. So. Das ist ja dann doch recht fein. Also scheint das wirklich nur so irgendwelche Missionen zu sein, die man mal ebenso machen kann. So Zeitvertreibmission quasi. Finde ich aber nicht verkehrt, weil, wie ich ja schon sagte, wenn du gerade dabei bist, vielleicht jetzt irgendwas Bestimmtes zu suchen oder so, dann kannst du halt nebenbei nochmal so eine Mission machen, ohne dass du jetzt immer nur das Gleiche machst, immer nur nach demselben suchen oder machen und tun. Da finde ich es eigentlich dann doch recht praktisch, dass man nebenbei halt dann einfach noch ein paar Nebenmissionen machen kann. Finde ich ganz gut, weil so kommst du auch ein bisschen zu Geld. So, na. So kommst du nebenbei auch nochmal ein bisschen zu etwas Geld, beziehungsweise zu diversen Punkten oder so. Das finde ich schon nicht schlecht. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Achso, vielleicht eine Sache noch. Ich hatte das ja in meinen Patchnote-Videos ja gesagt. Oder was ist Videos? In dem einen Video, was ich gemacht habe. Ja, du darfst da gerne rein. Dass man ja bei den Patchnotes generell gelesen hat, dass die sehr viel Wert offensichtlich darauf gelegt haben, dass es ein kostenloses Update ist. Und da hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, dass der eine oder andere doch durchaus Geld dafür bezahlen würde, für die Updates, wenn die in Zukunft Geld kosten würden. Weil ich finde es halt komisch. Ich meine, gut, man kann natürlich sagen, das haben sie jetzt vielleicht nur reingeschrieben, um halt damit nochmal extra Werbung zu machen. Oh, wir haben ein kostenloses Update. Aber für mich klingt das immer, schwingt ja immer so mit, so, es könnte aber auch zukünftig, können die Updates auch Geld kosten. Das schwingt immer so mit, wenn du liest, oh, das ist ein kostenloses Upgrade oder Update. Das schwingt immer für mich so ein bisschen mit. Ne? Und das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, bisschen schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir darüber noch die ganze Zeit gestern Gedanken gemacht.
wie ich das finden würde, wenn die jetzt sagen würden, so hier, jetzt kommt morgen das Update, kommt das Update 1.4, kostet 10 Euro. Ne? Oder kostet 15 Euro. Also ich meine, meistens schlagen sie da ja auch nochmal richtig zu. Warte mal, ich werde mal kurz die Mission einlösen. Reisender! Diese Leute existieren schon seit vielen hundert Jahren und dennoch sind ihre Probleme so alltäglich. So, das haben wir alle schon gelesen. Liste mit Aufgaben, das wissen wir. Mission einreichen. Ach so, guck mal, hier kann man die auch sammeln. Okay. Nein! Okay, dann müssen wir das mal im Inventar aufräumen. Was schmeißen wir da mal weg? Ich glaube, Kürbisknolle, weil die finden wir sowieso an allen Ecken und Enden. Ach, guck mal. Da wird das automatisch, mit reingesetzt. Das heißt, ich muss ihn jetzt nicht nochmal fragen, sondern es wird automatisch mit reingesetzt. Vielleicht macht er das jetzt auch nur hier vor Ort. Das kann ich natürlich nicht sagen. Teleport-Koordinatoren, Verbrauchsgut zum Handeln. Ein Paket mit genau kalibrierten Teleport-Koordinatoren. Diese stecknadelgroßen Schaltkreise sind ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, bei dem fortgeschrittene Legierungen mit zusätzlichen Materialien verstärkt werden. Außerdem sind sie hilfreich, wenn man auf große Entfernung Handel treiben will. Okay, ich würde sagen, wir behalten die Dinger erstmal, weil ich weiß nicht, ob wir die selber noch brauchen, bevor ich die jetzt wegschmeiße. Ich muss sowieso nach Hause. Ich bin hier wieder so zugemüllt mit irgendeinem Kram. Und ich gucke nochmal kurz. Missionsziel abgeschlossen. Ja, ich meine, das Ganze, das könnten sich eigentlich auch mal sparen. Wenn man einmal diesen Dialog geführt hat, dann könnte man das eigentlich auch mal weglassen. Mission durchsuchen. Das gucken wir uns nochmal weiterhin an. Das würde ich ganz gerne machen. Schütze die schwachen Raubkreaturen jagen. Belohnung 272.000. Das nehmen wir einfach mal an. Dürfen wir das überhaupt? Zu niedriger Rang. Ah, okay. Zu niedriger Rang. Okay, das heißt, wir müssen erstmal... Die sind also deswegen gesperrt, weil wir noch nicht den nötigen Rang haben. Ach so, das werden die Ränge sein. Ich hatte mich ja schon gefragt, was die Zahlen bedeuten. Und die Zahlen werden wahrscheinlich bedeuten, dass man den Rang haben muss. Da brauchen wir also Rang mit diesem Schutzsymbol. Das sind wahrscheinlich diese Gildensymbole. Da brauchen wir also den dritten Rang. Das heißt, wir müssen... eigentlich Wächtereliminierung machen. Ablenkungssteuerung Tau. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Obwohl, weißt du was, wir können eigentlich... eigentlich können wir auch alles annehmen, oder? Dürfen wir das? Mission durchsuchen. Dürfen wir mehrere annehmen? Kühnere Quäle... was? Querele? Wächter eliminieren. Belohnung, Ablenkung, Steigerung Tau. Okay. So, ich gehe mal kurz nochmal auf P. Querele. Okay, dann gibt es also der Weg des Atlas, der Weg des Atlas. Suche nach, suche nach. Ich habe eine... eine Anomalie, finden haben wir doch schon längst. Ein Weg in Richtung einer Atlas-Schnittstelle, wenn verfügbar. Gucken wir uns alles an. Gut. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja richtig, nochmal ganz kurz. Die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber ich erzähle nochmal kurz zu Ende, was ich sagen wollte. Was würdet ihr tun, wenn es morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen ein Update geben würde? No Man's Sky 1.4, was es sich mit Inhalt, neue Story-Missionen, vielleicht ein, zwei neue Schiffe etc. pp. Ist eigentlich egal, was so ein Patch bzw. so ein Upgrade beinhaltet. Wenn die sagen würden, so hier, zack, es gibt nur 1.4 Upgrade, aber kostet 10 Euro. Was würdet ihr da tun? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Frage selber gestern gestellt, nachdem ich eben den Kommentar gelesen hatte, dass der eine oder andere durchaus 5 bis 10 Euro für ein Upgrade ausgeben würde. Ich habe mir selber die Frage gestellt und muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde das nicht bezahlen. Also man müsste natürlich gucken, was das Upgrade beinhaltet. Also man muss ganz ehrlich sagen, und da kann man Hello Games keinen Vorwurf machen, die Upgrades, die es bis jetzt für No Man's Sky gegeben hat, die waren eigentlich alle immer sehr umfangreich und haben immer sehr viel geändert. Insofern wäre es das Geld als solches, wenn man das nur als solches, das Upgrade, sich angucken würde, wäre es schon nachvollziehbar, beziehungsweise es wäre schon ja, gerechtfertigt. Also dem Geld, das Geld wäre es auf jeden Fall wert. Nur, ich sehe das noch aus der Perspektive,
dass bei No Man's Sky einiges angekündigt worden ist. Es wurden viele Features angekündigt, die nicht gekommen sind und wo man sich am Anfang, und ihr kennt ja die ganzen Geschichten um No Man's Sky, wo man sich wirklich verarscht gefühlt hat, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich habe für das Spiel schon 60 Euro bezahlt. Na, oder 50 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel das direkt beim Release gekostet hat, das Ganze. Aber letztendlich habe ich dafür schon wirklich ein Heidengeld bezahlt. Und da sehe ich es ganz ehrlich gesagt, so bis jetzt zumindest, nicht ein, da nochmal 5 oder 10 Euro für ein Upgrade zu bezahlen, für ein Feature, was sie vielleicht sogar schon angekündigt haben, aber nie eingebaut haben. Na, versteht ihr, was ich meine? Also ich würde dann im Prinzip nochmal extra für ein Feature bezahlen, obwohl ich schon 60 Euro dafür ausgegeben habe. Ja, also dann hätte man von vornherein sagen müssen, so, es gibt halt das Spiel, so für das Spiel, das Spielinhalt enthält für den Kaufpreis 5 kostenlose DLCs und danach kommen eben die kommenden Upgrades, dafür kosten eben halt Geld. Na, wenn man das von vornherein so kommuniziert hätte, dann hätte ich damit kein Problem gehabt, dann weiß man, worauf man sich einlässt. So wie bei allen anderen Spielen auch, wo man sagt, okay, hier musst du einen Season Pass bezahlen, nochmal für 50 Euro und dann sind dann halt alle möglichen Map Packs drin. Da weißt du, woran du bist, aber wenn du ein Spiel kaufst für 60 Euro, wo nach dem Release feststeht, dass sie einen eigentlich so ein bisschen veräppelt haben mit den Inhalten und den Features, sehe ich es irgendwo nicht ein, nochmal 5 oder 10 Euro für die Features zu bezahlen, die eigentlich von Anfang an schon hätten drin sein sollen. Ja, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Wobei ich aber auch, und das habe ich ja auch eben schon gesagt, fairerweise sagen muss, man muss sich natürlich angucken, was man nachher für diese 10 Euro bekommt. Ja, und da schließt sich halt der Kreis wieder. Die Upgrades waren bis jetzt eigentlich schon immer wirklich so gut, dass der Preis, wenn man es für sich alleine sieht, durchaus gerechtfertigt ist. Aber nein, ich weiß nicht. Also man muss es abwarten. Es ist auch nicht gesetzt, dass die Upgrades in Zukunft Geld kosten werden oder die zukünftigen Upgrades zufällig halt Geld kosten werden. Weiß man natürlich nicht. Aber es ist mir halt eben so ein bisschen aufgestoßen, wenn man halt so darauf Wert legt. Ich weiß gar nicht, warum wollte ich eigentlich hier? Ich wollte doch nicht zum Portal. Wenn man halt so drauf Wert legt, dass das Upgrade kostenlos ist und immer wieder ganz dick geschrieben das irgendwo mit reinsetzt, dann ist es für mich irgendwo so ein Hinweis, dass sie sagen wollen, also hier das Upgrade ist jetzt kostenlos, aber es kann natürlich auch sein, dass es in Zukunft vielleicht Upgrades gibt, die man bezahlen muss. So, das schwingt für mich so mit, aber ich habe das schon 3 oder 4 Mal gesagt. Insofern ist das nichts Neues. Gut, wir sind schon etlich über die Zeit. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen und ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Durchhalten. Ich reise jetzt erstmal zurück nach Hause, werde mich erstmal entmüllen und das Spiel hängt sich wieder auf. Das passt ja wunderbar und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.